Ja, hallo zusammen. Also ich möchte heute was über HTML 5 erzählen. Und wenn man HTML 5 hört, dann denken die meisten Leute immer an irgendwie fancy Videos, Canvas, Audio oder andere Sachen, die irgendwie visuell sind. Aber so aus Softwareentwicklersicht hat HTML 5 ja eine ganze Menge andere Sachen zu bieten, die man verwenden kann, um ernsthafte Anwendungen zu bauen. Und eine Sache ist die Tatsache, dass man sowas wie Offline Storage zur Verfügung hat. Also man kann Daten persistent im Browser speichern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die werde ich heute eingehen. Aber grundsätzlich mal Local Storage, wofür braucht man es überhaupt? Also ein typischer Fall ist sicher das Speichern von Nutzerdaten. Das können Daten sein, die also Einstellungen, die der Nutzer vornimmt, aber es können auch Daten sein im Sinne von Anwendungsdaten, die der Nutzer speichern will. Also zum Beispiel in der To-Do-Liste die To-Dos oder in der Textverarbeitung die Dokumente, die der Nutzer anlegt. Ein anderes wichtiges Thema ist das Caching von Assets. Also gerade wenn man Anwendungen baut, die stark grafik- oder audiolastig sind, dann hat man unter Umständen das Bedürfnis, Grafik-Assets oder Sound-Assets irgendwo abzulegen, also binäre Dateien. Und das, dafür kann eben Local Storage auch eine Möglichkeit sein. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, eben Anwendungen zu entwickeln, die komplett offline funktionieren. Also die zwar im Browser laufen, aber die man auch ohne Internetverbindung nutzen kann. Das ist auch gerade in dem Kontext eben von Systemen wie dem iPad oder dem Chromebook oder so relevant, weil das Geräte sind, die sich eigentlich darauf verlassen, dass man immer online ist, aber man ist eben nicht immer online. Also zum Beispiel, wenn man im Zug sitzt oder im Flugzeug oder sonst wie einfach nur unterwegs ist und eben keine Internetverbindung hat, dann möchte man seine Webanwendung trotzdem nutzen. Und genau diesen Anwendungsfall kann man eben mit den Methoden, die ich heute zeige, auch abdecken. Also hier mal ein paar Beispiele. Ich weiß jetzt in den Fällen nicht, welche Varianten die genau verwenden. Es geht nur darum zu sehen, was man damit machen kann. Also der Screenshot hier ist von der Offline-Version von Gmail. Die hat Google eingeführt, ich denke mal, eben um auf Systemen wie den Chromebook zu laufen. Das ist quasi ein komplett autarkes E-Mail-System, das auf Gmail aufsetzt, das aber keine Internetverbindung braucht, um es zu nutzen. Also man braucht offensichtlich eine Internetverbindung, um E-Mails zu verschicken und E-Mails zu empfangen. Aber ansonsten kann man das System komplett ohne Internetverbindung nutzen. Dann haben wir das Beispiel der Financial Times, und das ist eine Web-Applikation für Tablet-Computer, in der man die Artikel der Financial Times lesen kann. Also quasi die digitale Ausgabe der Financial Times. Die Financial Times hat ursprünglich eine native iPad-Applikation an den Start gebracht und die dann mit viel Presse wieder eingestampft und eben diese HTML5-Variante veröffentlicht. Ich habe die auch auf dem iPad dabei, ich kann das nachher mal kurz zeigen. Und hier sieht man auch, dass hier oben rechts ein Ladebalken ist. Und da, wo der Ladebalken jetzt zu sehen ist, da ist sonst ein Refresh-Button, und wenn man den drückt, dann werden quasi alle Artikel aus der aktuellen Ausgabe auf das Gerät runtergeladen und dort gespeichert, und dann kann man die komplette Ausgabe offline lesen, ohne Internetverbindung. Anderer Fall ist halt der Bereich Spiele, also das ist hier die HTML5-Version von Angry Birds, ganz groß. Bei solchen Spielen hat man eben immer den Fall, den ich vorhin schon beschrieben habe, dass man eben Autodaten und Grafiken hat, die man quasi persistent auf dem Client speichern will, um sie einfach nicht immer über das Netz laden zu müssen. Läuft das bei dir? Also bei mir zum Beispiel da kein Audio bei dem Ding. Audio braucht Flash. Aber das ist eine andere Geschichte, das können wir nachher diskutieren. Okay. Aber anders auch noch zu dem davor, heißt das quasi, dass er dann quasi die komplette Ausgabe runterlädt und alles quasi auf meine. Auch das, was ich halt nicht haben will. Genau, in der Ausgabe erzeugen wirst auch, du wirst auch gewarnt, dass du so ein Treffen erzeugt, du kannst es jederzeit abbrechen. Achso. Aber es ist im Vergleich relativ wenig Daten aufkommen im Vergleich zu anderen Zeitschriften. Also wenn man sich mit Magazinen auf dem iPad auseinandersetzt, dann wird immer die Wired genannt, und eine Ausgabe der Wired hat so zwischen 600 und 700 MB, wenn man die runterlädt.
Und die HTML5 App von der Financial Times, die promptet einen beim ersten Start und bittet einen darum, dass man 50 MB zur Verfügung stellt quasi. Und wenn man das bestätigt, dann wird nie wieder nach Speicherplatz gefragt und es passiert immer im Hintergrund. Also man hat natürlich den Fall, dass man zum Beispiel jetzt auf einer mobilen, also über mobilen Zugang online geht, wo man ziemlich viel bezahlt. Mhm. Und dann entsteht natürlich hoher Traffic, ja. Das ist einer der, das ist natürlich ein Problem, das man hier hat. Aber jetzt nach dem Beispiel will ich dazu übergehen, welche Möglichkeiten man hat, es tatsächlich zu machen. Also die Oldschool-Variante, Daten persistent im Browser oder einigermaßen persistent im Browser zu speichern, sind eben Cookies. Cookies sind eigentlich gedacht, um Einstellungen des Nutzers zu speichern oder irgendwie anderweitige Settings, die in irgendeiner Form für einen Nutzer spezifisch abgelegt werden sollen. Ein Cookie ist beschränkt, zumindest laut Spezifikation, auf 4 Kilobyte pro Cookie und 20 Cookies pro Domain. Das heißt, man kann es so rechnen, man kann quasi 80 k an Daten speichern in Cookies, aber das ist dann schon ein bisschen hacky. Und das Problem ist auch, dass die Cookies bei jedem Request zwischen Server und Client ausgetauscht werden. Das heißt, wenn ich einen Request sende, dann wird im Request-Header sämtliche Cookies übertragen auf dem Hinweg und auf dem Rückweg auch wieder sämtliche Cookies übertragen, was ein ziemlicher Overhead ist. Ja. Das kommt einfach daher, dass Cookies eben eigentlich für Einstellungen gedacht sind und deswegen eben auch im Server und auch im Client zur Verfügung stehen sollen. Und um sich mal von diesen Beschränkungen zu befreien, hat man jetzt eben in HTML5 verschiedene Ansätze, um Daten lokal zu speichern. Also Vollständigkeit halber muss man vielleicht noch sagen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, mehr Daten zu speichern auf dem Client, aber nur in Verbindung mit anderen proprietären Technologien. Also es gibt zum Beispiel sogenannte Flash-Cookies. Also es gibt auch so ein Local Storage-Objekt von Flash, mit dem man größere Datenmengen speichern kann. Also im Bereich von ein paar 100k, glaube ich. Und es gibt die Möglichkeit, eben über Browser-Plugins Möglichkeiten zu schaffen, Daten zu speichern. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Google Gears, was eine Zeit lang ziemlich populär war, was jetzt, glaube ich, aber auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Oder ist komplett eingeschränkt worden inzwischen, ja. Also Google Gears zum Beispiel wird auch sowas im Local Storage-Bereich zur Verfügung gestellt. Aber dadurch, dass man das jetzt eben in den Standard überträgt, sind das alles Technologien, die jetzt in allen modernen Browsern zur Verfügung stehen, mehr oder weniger, manchmal weniger, das werde ich auch gleich noch so ein bisschen abdecken. Die einfachste von diesen modernen Möglichkeiten, Daten persistent im Browser zu speichern, ist Web Storage. Das wird auch einfach auch manchmal Local Storage genannt, weil das in der API so heißt. Das ist ein einfacher Key-Value-Store für Strings. Es hat eine synchrone API, was ziemlich ungewöhnlich ist, dafür, dass quasi damit Daten gespeichert und geladen werden können in JavaScript. Dadurch ist es aber auch